Okay, komm Freunde, let's go! Heute haben wir nämlich ein geiles Video am Start. 2,3 Millionen Coins Price Range bei unserem Capitano und 180k bei den restlichen Spielern. Es ist das krasseste Buy for Sky, was wir bis jetzt aufgenommen haben. Das ist die Horror Price Range schlechthin. Und der liebe Gegner, der hat auf Instagram ein Ding aufgespielt, okay? Da hieß es: Zieht den Bayern die Lederhosen aus. Die Lederhosen. Ja, die wurden ausgezogen. Aber heute ziehen wir den Hamburger an die Lederhosen aus. Wakes, willkommen. Peace, Freunde, was geht ab? Ey, ich habe so viele Hate-DMs bekommen wegen dieser Story, ne? Aber ein Kollege von mir ist auch Bayern-Fan und ich habe das auch Spaß zu ihm gemacht. Ihr kennt das bestimmt, wenn man eure Freunde nervt und so. Ja, das war echt geil. Ich wusste, also es ist ja eh immer Spaß gemacht alles. Ja. Und ich fand es witzig auch. Musste echt schmunzeln bei der Story. Also ich bin sowas von, also jeder, der sowas ernst nimmt, ist eh lost. Und checkt die Folge bei Wakes Up, haben wir auch was aufgenommen. Lasst einen Daumen nach oben da, Bro. Wie viel Daumen schaffen wir auf die höchste Price-Range? Und wenn die Zuschauer sagen, wir sollen noch höher gehen. Komm, Freunde, lasst die 6777 Likes knacken. Dann gehen wir nochmal hoch und dann sind wir fast bei 2,5 Millionen. Ne? Ich weiß nicht, was dann passieren wird. Ja, Freunde, einfach mal Support da lassen, Kanal abonnieren. Und ich würde sagen, Bro, bist du denn bereit, dass wir die erste Position suchen? Du kannst den Kapitän suchen, wann du möchtest. Diese 2,3 Millionen. Da scheppert es noch richtig, gell? Da scheppert es unnormal. Aber scheppert auch schon bei 180k. Und das zeige ich dir jetzt. Bam, das sind die Spieler, die bei mir zur Auswahl stehen. Okay, komm, wir bleiben bei dir auf Seite 1. Und wir nehmen zuallererst die Nummer 10. Letzten Spieler. Du hättest mich mit deiner eigenen Waffe schlagen können, ne? Hier war ein Spieler, zu dem du eine enge Bindung hast am Start. Hab ihn aber nicht bekommen, sondern ihn. Und das ist auch nicht schlecht. Komm, gib mir die Nummer, wo der enge Spieler war. Ich glaube, der war auf der 8. Ach, Madig, dann nehme ich die 8. Ja, ist okay. Wer ist da? Ein kroatischer Spieler. Wir haben die gleiche Position gesucht. Ich glaube, wir haben die gleiche Position gesucht. Nein! Yeah! Hey, viel Spaß mit deinem Araujo, gell, Cousin? Viel Spaß mit deinem Guardiol, Junge. Ich habe 1 Million. Okay, Freunde, wir machen weiter. Wakes. Nächste Position. Yes. Ich suche. Yes. Ich habe gesucht. Guck mal, Memo. Memo, guck mal. Ey, wir gehen auf Seite 2 bei dir. Nein. Und wir nehmen auf Seite 2. Wir nehmen die 3. Sü. Oh, nee, doch nicht. Doch nicht Sü. Warte mal. Ich habe den im Verein, glaube ich. Ich muss gucken. Ich gebe dir aber deine Zahl. Du bleibst auf Seite 1 und kriegst von mir die... Ja, ich habe den im Verein. Du kriegst von mir die 9. Okay. Tüte dich ein. Für Chemie, Freunde, ganz wichtig und richtig. So, nächste Position. Sehr wichtige Position. Ich suche. Okay, du suchst. Übrigens, Sebastian Aller hat im Afrika-Cup-Finale das Tor geschossen. Sie haben 2-1 gewonnen. Kessier auch. Gegen Nigeria. Und damit sind die einfach Afrika-Meister geworden. Champion, man. Deswegen GG. An die Elfenbeinküste. Und Bro, wir bleiben bei dir auf Seite 1, okay? Mhm. Gibt's da was Interessantes? Ja. Dann nehme ich den interessanten Spieler mit der Nummer 2. Boah, die 10 war der interessanteste. Aber die 2 ist auch relativ interessant. Okay. Du kriegst von mir Numero 7. Ah, ich mag den nicht so gern, sage ich ehrlich. Egal, ich tüte sie ein. Wieso? Ja, das ist eine Dame und die mag ich nicht so. Ich weiß nicht, warum. Mit der Position Nummer 4 machen wir weiter, also vierter Spieler. Ich habe übrigens drei Spieler und 3 verschiedene Ligen. Das ist nicht so geil. Das ist echt nicht so geil. Bro, ich glaube, ich mach's jetzt. Freunde, wir gehen auf die Position. Wir suchen 2,3 Millionen, haben wir gesagt, gell? Captain, holst du dir jetzt ran? Ja, jetzt kommt der Team-Captain. Komm schon. Okay. Ah, das wird teuer. Egal, was du nimmst, es wird teuer. Dann nehme ich diesmal was von oben. Also einen von den ersten 5 kannst du dir schon mal dick anluschern, anglotzen. Glotz, 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 glotz. Bro. Und glotz dir mal ganz genau, hä? Da kostet jeder mindestens 2 Millionen wirklich auch. Also wirklich. Okay, dann glotz dir mal ganz, ganz genau die 2 an. No, ich habe ihn nicht im Verein, das Upgrade. Aber wir holen ihn uns. Boah, stell mal vor, ich hätte auch sowas im Verein, Freunde. Also ich sag, ist das aber, ein Spieler, der einen Totti hat, oder was? Ja, ist ein Spieler, der einen Totti hat. Man munkelt, ich hatte mal eine Special-Karte von denen, aber ist weiter hergeholt. Bro, wir gehen bei dir auf Seite 4. Geh mal drauf. Nein, Seite 1 war geil eigentlich. 2, 3, 4. Ja, ist auch nicht schlecht. Und bei der Seite 4 finde ich eigentlich sehr interessant die Nummer 4. Die kannst du dir nehmen. Gönn sie dir. Ja,
Ja, kann ich nehmen. Und hätte ein gewisser jemand mich nicht geprankt, hätte ich sogar jetzt noch das Upgrade gehabt. Aber weil ich ja geprankt wurde und es auch komplett durchgezogen wurde, musste ich meinen halben Verein discarden. Schade, wo ich es, ne? So, jetzt habe ich mir die Müllversion davon gekauft, weil ich den anderen nicht mehr habe. Ich bin ready für die nächste Position und ich glaube, ich suche diese Position. Alter. Bro, was kommen da bei 180k für Karten raus? Ja, Bro, ich sag doch, diese Price Range ist nicht von diesem Planeten. Das wird langsam zu viel des Guten. Ich weiß nicht, wie wir das weiterhin so machen wollen. Es ist... Oh, du... Ah, oh, meine Güte. Okay. So. Kurz knackig. Die 1. Nein. Ja. Auf der 5 wäre Team of the Year gewesen. Aber ein richtig krasser. Bellingham. Boah. Er hat sich leider verletzt, Freunde. 3 Wochen aber, raus, ne? Ja, 3 Wochen ist er raus, der Mann. Das heißt, er verpasst Leipzig-Spiel. Aber wir gehen bei Onkel Wakes. Gehen wir mit der Nummer 9. Oh mein Gott. Und ich habe gerade sein Upgrade verkauft vor der Aufnahme, damit ich genug Coins habe für diese Aufnahme. Nein. Echt? Ja. Das ist gut. Das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. So, nächste Position. Neues Glück. Wird spannend, weil hier kommen immer teure Karten. Und joa. Auf welche Seite schicke ich dich, frage ich mich gerade. Geh mal auf die Seite 3, bitte. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Nove, dieci. Sag mal, Shoshi, wie gefällt dir die Seite? Shoshi, schön. Joa, super geil. Übrigens, ich sehe hier gerade schon, meine Freundin hat mir so einen Kalender gemacht. Das war auch da, wo Wakes am Start war, Freunde. Hier, da war Wakes mit dabei. Da waren wir bei der Cyberdam Party. Bro, du bekommst... die Nummer 10. Loggen Sie ein, bitte. Sicher? Ja, sicher. Das ist echt uncool von dir. Das finde ich echt nicht nett. Schade, Bro, Entschuldigung. Du gehst jetzt auch mal auf eine andere Seite. Geh mal auf die Seite 7. Und nimm dort auf der Seite 7 Spieler 4. 4, 5, 6. Wir machen No-Look. 7. Okay. 1, 2, 3, 4 hast du gesagt, gell? Spieler 4, ja. Und Spieler 4 kommt und es ist der Cousin. Okay, nimm mich mit, Freunde. Ganz ehrlich, Wanks, dankeschön. Ist so gut. Cool. Gut. Danke. Du machst deinen Job wirklich super. In the jungle, the lion's jungle. Wir finden jetzt einen guten Stürmer. Das kann ich dir verraten. Mehr sage ich nicht. Ich hoffe, du suchst nicht die gleiche Position. Bist du drauf? Ich bin drauf, ja. Okay, dann würde ich sagen, kriegst du von mir... 8. Die 8, das ist eine gute Karte. Ah, hätte ich nur die Toti gehabt. Die habe ich mal abgestoßen. Nimm ich mit, dann gibt es bei dir auf der Seite 1. Da bleibst du gerne. Wir gehen mit Cristiano Ronaldo. Vamos, Chris. Mit der 7? Ja. Okay. Bist du zufrieden? Mehr oder weniger. Also chemietechnisch bin ich sehr zufrieden, ja. Aber spielerisch... Geht so. Ich sagte, das, was du mir gegeben hast, ist chemietechnisch nicht gut. Ihr seht das Team, wie es jetzt hier gerade steht. Wir brauchen noch 4 Spieler. Ich sag dir ehrlich, Bro, ich würde mir noch 2 Icons wünschen und noch so ein richtiges Brett. Und diese Position ist vielversprechend. Wir suchen jetzt hier und wir finden... Oh, Baby. Der wäre geisteskrank. Lightweight, Baby. Lightweight. Baby, du kriegst die 2. Sag doch Cristiano Ronaldo Nummer 7, Mann. Das ist sein Sohn quasi, das ist Garnat. Egal. Die 2 gibst du mir. Ja, Schmutz, Digga. Du gehst auf Seite 3, bitte. Du liebst die Seite 3, ne? Ja, das ist meine Seite. Jo. Und dort bekommst du Nummer 5. Jo. Digga, den krieg ich echt oft. Ich sag ehrlich, chemietechnisch war es das hier gerade komplett. Muss auf jeden Fall noch ein bisschen Icona dazukommen. Icona wäre super geil. Wir gehen bei dir auf der Seite 1 mit der Nummer... Ich gebe dir die Ikone auf der Nummer 7. Ich wollte 6 sagen, aber 7 sage ich, komm. Oh, nee, oder? Muss nicht sein, oder? Muss echt nicht sein. Du kriegst nicht die 7. Du gehst jetzt mal auf Seite 3. Was hältst du denn davon? Okay, 2... 3. Bro, beste Entscheidung deines Lebens, Wake. Super. Okay. Ja, jetzt muss ich nochmal die beste Entscheidung treffen. Und auf der Seite 3 kriegst du Spieler 10. Ach, Digga. Du bist echt blöd. Warum? Ey, da waren so, also wirklich die... Oh, das wäre so geil, wäre das gewesen. Egal. Vorletzte Karte. Ich glaube, wir gehen hier hin und Bro... Ich bin sehr auf deine Chemie gespannt, dann machen wir später ein Update beim letzten Spieler und jetzt suche ich und ich finde nochmal ein paar Schmankerl, die könnte mein Rucksack haben.
Okay. 2, 3. Oh, die wäre auch geil. 4. Oh. Oh, oh. Das ist das Ende von Wakes. Spieler 5. Bro, du bist so ein Joken. Spieler 4 wäre ultimativ. Spieler 6 ultimativ. Spieler 7 ultimativ. Er geht in die Mitte. Ich gebe dir Seite 2. 2. Das war so klar. Es war so klar. Und auf der Seite 2 nimmst du den ersten Spieler-Cowboy. Nein! Ich habe meinen Captain gesucht und habe dir nichts gesagt. Ich echt wollte jetzt? Es überraschen. Ja. Echt? Wow. Hier war Ronaldinho Thunderstruck, hier war Garnacho, hier war Neymar, hier war Ribéry, hier war alles. Letzte Position. Chemietechnisch brauche ich Chemie. Wie viel Chemie hast du? Update, komm. 24. Okay, ich habe 25. Dann backen wir dieselben nicht Brötchen. So geil, ne? Nee. 180k, gib mir Icon. Das Geile wäre gewesen, ich hätte Ronaldinho sogar schon im Verein gehabt, ne? Das wäre so ein WW gewesen. Das wäre echt gut. So. Okay. Darf ich eigentlich mal auf Seite 1 bleiben oder soll ich wieder auf Seite 3 gehen oder was ist heute Sache? Shoshi, du darfst auf der 1 bleiben. Wirklich, Cousin. Okay. Ich gebe dir auf der Seite 1 die 4. Digga. Wunsch. Wunsch erfüllt von Tabak. Du bist so gnädig zu mir, ne? Du bist so nett zu mir. Du bist so ein cooler Freund. Zack. Und damit habe ich 26 Chemie. 26 Chemie. Okay, ich bin auch einer. Willst du auf Seite 1 bleiben oder willst du weiter scrollen? Ja. Ich mach's wirklich. Such dir aus. Ich bin ein cooler Freund gerade. Ich scroll mal weiter. Okay. Ich scroll noch eins weiter. Okay. Komm, wir bleiben einfach mal hier. Einmal hier. Lust okay. Haben. Und weil du Lust hattest auf die 7 die ganze Zeit, kriegst du jetzt nochmal die 7. Alles klar. Packen wir auch noch einen. Komm, noch ein Toti. In Demo. Wir gucken uns die Teams in-game an, Freunde. Das wird geil. Tust du das lieben, dein Team? Ob ich lieben tu? Ich tust du dein Team lieben? Du hast Jesus, du hast Van Dijk. Ich würde den Raucher abstoßen. Aber krass, wir haben gar nicht so übertrieben tolle Teams, obwohl wir die krasse Prime Switch aller Zeiten hatten, gell? Mein Ansu-Party kostet 1,7 Millionen, das denkt man gar nicht, ne? Was? Echt? Ja, ja, das war das Ding. Das war mein Captain. Digga, ich habe so Paketverluste, habt ihr noch nicht gesehen. Da muss gut sein, diese Ansu-Party. Digga, Pakete verlusten und fliegt gerade. Oh ja. Hä, wieso? Wo? Ab, was für Abseits? Offside-Falle. Oh ja. Torwart! Ich hab ihn doch richtig gemoved. Das war der Außenrist. 1-0, Freunde. Und selbst der goldene Mbappé ist immer noch besser als viele Special-Karten. Ist das krass. Er ist der Beste, Digga. Digga, du hast Torres. Ich sag, Torres ist bodenlos. Nein, ich hab nicht irgendwas gesagt. Er ist der... Nein! Bam! Doku! Und das war der, den ich vorher verkauft habe als Upgrade. Der andere hätte ihn gemacht. Wieso denn nach da? Hey, hey, der ist weggelaufen. Was? Oh der Torres schießt doch! Ich drück Kreis, der schießt nicht. Torres ist Dorn im Auge. Okay, komm. Und jetzt, Kilio. Ah, wa fagulo. Jungs! Was macht ihr? Ey, Mann. Ich muss meine Chance nutzen. Ja! Mann, nee! Du musst die Spieler nicht abstoßen. Das ist Vamos. Vamos, Chiquito. Kilian. Nein. Oh, gemoved. Oh, nein. Ruf deine Ex-Freundin an. Gabriel, sag ihr, du bist jetzt Profi. Sag ihr, du verdienst Millionen. Sag ihr, sie soll dich nie wieder anrufen. Hm? Gabriel, vertrau mir, mach's nicht. Ist nur toxisch. Ja. Nein. Oh, Mann, ey. GG. Mein Team ist nicht so krass teuer, aber ich habe schon teure Karten drin, die auch echt schmerzhaft werden können. Ein Pick. Eine GG, Bro. Wir gehen rüber zum Discarden. So, das ist es. Ich habe gerade gemerkt, Bro, ja. Ansu Fati ist gar nicht mein teuerster Spieler. Wer ist es? Van Dijk. Lol, der ist auch teuer. 3 Millionen. Was? 3 Millionen kostet der? 3 Millionen Van Dijk, 1,7 Ansu, Araujo 500.000. Also ich habe schon ein paar Spieler dabei, die halbe Mio plus wert sind, eine Mio plus wert sind, 3 Mio wert sind. Okay, das könnte trotzdem brechen. Freunde, ich verkaufe Mbappé mit Stolz, weil ich muss das letzte Mal das Garten, wo ich immer gespielt habe. Deswegen gut heute. Aber jetzt necken wir uns noch einen Spieler. Du hast 4-3. Nee, was hast du für eine Formation? 4-2-4. Du hast die gleiche Formation wie ich gespielt.
424. Ah, Bro, wir nehmen. Wen nehmen wir? 424. Ein Pick, Tabak. Wir nehmen den rechten Flügel. Fernando Torres, du falscher Fuffi. Du falscher Fuffi. Das ist nicht gut. Der war so schlecht also, auch, gell? Nicht du, sondern Fernando Torres, ne? Also, das ist ein schlechter Spieler gewesen. Der war so kacke, ey. Krank, das war wirklich bodenlos bei dir. Hast du den Untrade oder hast du den gekauft? Nee, ich hab den gekauft. Ich mach SBC. So, Torres kommt in die Gold-Upgrade SBC. Zwei seltene Spieler krieg ich dafür, glaube ich. Ist ein guter Deal. Für Torres kann man machen. Ja, ey, Freunde. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr noch eine andere Price Range sehen wollt, schaut bei Wiggs vorbei. Lasst einen lieben Kommentar da. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Ladies and Gentlemen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Und viel Spaß heute beim Champions League gucken. Macht's gut. Ciao, ciao.